Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, euer Mingwanz, und ich heiße euch heute alle wieder herzlichstens willkommen zu dieser weiteren Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns die zweite Pharaonenfestung reinziehen, die uns angekündigt wurde. Es sind ja, glaube ich, drei und noch eine ist jetzt in Arbeit. Und ja, ohne weitere Umschweife gucken wir sie uns mal einfach an. Als Festung haben wir hier bei den Kriegstreiberstamm. Und natürlich im Gebiet Gorgoroth sind wir hierbei. Beim Gebiet bin ich mir ein bisschen unschlüssig, ob ich Gorgoroth gewählt hätte. Und auch den Kriegstreiberstamm so. Aber ich sag mal so, das sind so die i-Tüpfelchen, ja. Sage ich jetzt einfach mal so auf der Torte, ne? Oder beziehungsweise, ja, i-Tüpfelchen auf der Torte, genau. So, die Kirsche auf der Torte. Ich hätte tatsächlich den Kriegstreiberstamm nicht unbedingt ausgewählt. Natürlich könnte man hingehen und sagen, okay, ja, doch, irgendwo vom Aussehen könnte das schon hinhauen, ne? Ja. Aber der Oberherr, der gefällt mir richtig gut. Ganz einfach, der Berserkermeister. Erstmal die Verzierung. Die Rüstung ist golden und das, finde ich, passt zu einem Oberherrn. Auch dazu halt auch noch dem seinen Helm, der auch ein bisschen hat einen römischen Touch hat. Aber die Verzierung an denen seinen Schulterpanzer, finde ich, macht es auf jeden Fall wett. Und als Pharao, den nehme ich dem auf jeden Fall ab. Ja. Die Waffen, finde ich, sind eines Pharao auf jeden Fall würdig. Auf jeden Fall finde ich cool. Eine coole Idee. Dann haben wir hier Satra, der Hexenmeister. Ich hätte persönlich nicht unbedingt einen Hexenmeister hinzugesetzt. Weil darüber kann man diskutieren, ob man tatsächlich sagt, okay, ich nehme Hexenmeister dazu, ist ein Nekromant. Ob der wirklich so in das Thema der Pharaonen reinpasst. Natürlich kann man sagen, okay, die Pharaonen, die hatten ja immer viel mit den Toten zu tun, Einbalsamierung und all dem ganzen Zeug, dass das halt so derjenige ist, ja, der halt, ja, den Toten die letzte Ruhe bringt, beziehungsweise wie sie wieder aus den Gräbern holt, ne? Und halt auch als Priester, ne? Könnte man natürlich auch so hingehen. Aber ich assoziiere nicht unbedingt mit dem alten Ägypten halt Hexenmeister. Aber ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben. Gerne, gerne, gerne. Dux, der Golddieb, braucht man ja zu diskutieren. Das ist einer, den finde ich, der passt auf jeden Fall zu einer Pharaonenfestung. Auf jeden Fall sehr gut dazu. Die Rüstung gefällt mir richtig gut für einen, ja, Krieger des Pharaos. Sehr geile Sache. Und was ich auch gut finde, da wurde auch wirklich auf die Eigenschaft, die Schwäche hysterischer her. Wurde absolut geschissen und das ist gut. Dann haben wir hier Grosch, den Uralten. Das sieht so ein bisschen aus wie der Opa vom Pharao, der jetzt auch mal zwischendurch von dem Hexenmeister wiederbelebt wurde und dann gesagt wurde, okay, Opa, du musst mal kämpfen, wir brauchen dich mal gegen die Lemmingwanze. Die Idee finde ich dahinter, wenn man das von dem Standpunkt aus betrachtet, finde ich gar nicht so schlecht. Es ist ein Mischmasch-Uruk, muss man halt dazu sagen. Der vereint halt die das Aussehen von dem Uralten mit dem halt eines Vergifteten. Und ja, an sich würde der in meinen Augen noch ein bisschen in eine andere Richtung tendiert, der ein bisschen arg, aber wenn man sagt, okay, der ist gerade aus der Leichenhalle rausgezogen worden und das ist der alte Pharao, wird es halt schon, denke ich, in der Richtung passen, weil halt einfach die Rüstung ist halt noch teilweise da mit dem Schwert. Dann haben wir hier Krug, den Skorpion. Finde ich persönlich eine richtig coole Sache, einen Skorpion einzusetzen. Im alten Ägypten, muss man ja natürlich sagen, gab es auch ein paar, gibt es auch immer noch Skorpione und zwar ohne Ende. Und da finde ich, passt ein Skorpion sehr, sehr gut. Auch von der Rüstung her, finde ich, ist das eine gute Idee. Ist jetzt ein bisschen eine schwere Rüstung, aber gut, finde ich trotzdem eine coole Sache auf jeden Fall. Arkaios, die Halbzunge. Eine Halbzunge ist cool überhaupt mal zu sehen, weil sie halt auch in der schwarzen Sprache auch gerne sprechen. Man könnte halt sagen, der schwätzt dann halt in einer anderen Sprache, die wir halt nicht so unbedingt, ja gut, man halt mit dem Stein von Rosetta, glaube ich, hieß er, hat man halt die Sprache jetzt ein bisschen entschlüsseln können, beziehungsweise den Zahlencode. Könnte man von der Seite aus betrachten, ja, ist gar keine so schlechte Idee, den reingesetzt zu haben. Er finde ich assoziiere nicht unbedingt mit dem alten Ägypten, aber gut, könnt ihr gerne sagen, ne? Pasch Königsschlechter ist dagegen auch wieder einer, der passt halt super, der passt halt perfekt.
Braucht man ja zu diskutieren, der passt super, finde ich da. Und dann denke ich, an der Stelle können wir auch direkt loslegen. Let's go. So, da haben wir die Festung, beziehungsweise das Domizil des Pharaos Norsku, dem Berserkermeister. Und mal schauen, auf was wir jetzt hier so Feines treffen werden. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Oh, scheiße, und da geht's auch schon los. Wir werden verbrannt, wir werden befeuert und alles Mögliche, ne? Ich muss halt natürlich sagen, es gibt manche so Sachen, zum Beispiel auch, die vielleicht auch da so ein bisschen das Thema sogar auch ein bisschen gut widerspiegeln. So. Beziehungsweise der Hundekopf hat mir jetzt auch gerade gefallen. Das erinnert mich so, das könnte man natürlich auch so ein bisschen. Passt auch nicht so schlecht, ne? Oh, da haben wir natürlich den Hexenmeister hier. Oh, und noch ein Hexenmeister. Okay. Hat man gerade gesagt, okay, wenn schon, denn schon, dann holen wir halt hier eine ganze Hexenmeistertruppe hier. Was hast du jetzt vor? Glaubst du kannst mich im Kampf besiegen? Mich ausmanövrieren? Mich überlisten? Welchen Fehler wirst du begehen, um meinen Sieg zu sichern? Ah, alles klar. Auch Hexenmeister, nice. Die selben Kräfte richten gegen mich nichts aus. Versuch es, wenn du willst. Aber ich werde dir zeigen, was wahre Kräfte sind. Okay. Die Synchro hat gepasst. Durch Willenskraft entschieden und nur durch Willenskraft. Stärke, Geschick, Schnelligkeit. Ey, Alter, die Zunge, wie die rauskommt bei dem. Wenn du mir das nicht glaubst. Aber echt krass, guck dich das mal an. Gewonnen. Also hier haben wir auf jeden Fall die Bastion der Priester hier auf jeden Fall von dieser guten Festung. Könnt ihr auf jeden Fall mal schreiben. Auf jeden Fall wäre das dann damit so ein bisschen, rückt es dann in die Richtung der Standpunktfestung, ne? Aber man muss sagen, sie unterscheidet sich schon deutlich in bestimmten Bereichen von der anderen Festung, die wir als Pharaonenfestung angegriffen haben. Das muss man ganz ehrlich mal an der Stelle sagen. Und das finde ich gut. Vor allen Dingen, weil man dann auch sieht, okay, wie setze ich das Thema um? Und wenn man halt über diese Themen halt auch diskutieren kann, finde ich das sogar noch besser fast. Weil das ist dann halt auch schon so ein bisschen so Ideenreichtum und kreative Ideen, die man reinpacken kann, finde ich persönlich richtig geil an der Stelle. Vor allen Dingen, wenn man dann auch ein paar Festungen vergleichen kann. Vor allem bei so spezielleren Themen. So. Was soll denn der Scheiß? Oh, der ist vergiftet. Das ist schön. Das ist schön, wenn er vergiftet wurde. Die Dunkelheit schützt dich, pass mal auf. Jetzt bist du erstmal fällig. Ah ja, schön. So. Wie gesagt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr diese Festung so findet. Und auch, ob ihr das Thema erfüllt seht. Ich finde, von gewissen Standpunkten aus betrachtet, kann man auch wirklich sagen, das Thema ist ja auf jeden Fall erfüllt. Und ich finde halt, das finde ich halt geil, dass hier auch noch. Das ist ja geil, das ist ja alles. Okay, wartet mal. Kopf der Skorpion. Dass man auch noch so eine Art Standpunktfestung hier draus gemacht hat und gesagt hat, okay. Du willst das mit mir aufnehmen? Dann breche ich dir das Genick. Okay, das ist eine geile Idee. Das muss ich jetzt mal an der Stelle sagen. Es ist auch gleichzeitig eine Standpunktfestung bis jetzt, was wir jetzt hier gesehen haben. Und das, finde ich, ist eine geile Idee. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil man dann hier auch eine Standpunktfestung aus einer Themenfestung gemacht hat, wenn man halt sich so bestimmte Themen dann halt auch dazu ausgesucht hat. Und gesagt hat, das kann ich sogar noch kleinere Themen darunter vereinen. Das, finde ich, ist eine geile Sache, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und was ich geil finde, ist, ich glaube, das ist einmal Krug der Skorpion. Boah, scheiße. Und hier töten wir jetzt gerade Koff, oder? Du bist der klar überlegene Krieger. Doch du stirbst dennoch in Mordor. Alles klar.
Ich finde halt als Krieger des Pharao passen die halt richtig gut, ne? Die Truppe. Sau nice Sache. Wen bringe ich denn hier eigentlich um? Das ist Korf, genau. Und dann ist noch der andere, aber ich glaube, der ist längst tot, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder der könnte auch schon längst tot sein. Ist ja auch egal. Ist ja auch nicht, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass dann hier auch vielleicht sogar mit dem Standpunkt, mit der Sparte Standpunkt-Themenfestung gearbeitet wurde, macht halt diese Festung halt nochmal um einiges, ob das durchgezogen wurde, ne? Weil dann ist das hier nicht nur eine Themenfestung, sondern auch eine Mischung aus Standpunkt, Themenfestung und natürlich einer Themenfestung. Und das, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das verlangt beachtet zu werden. Gubu der Ältere, okay. Und der andere, was ist das für einer? Jetzt möchte ich natürlich mal gucken. Snafu der Ältere, okay, alles klar. Die fette Rüstung passt, finde ich persönlich, eher zu einem Thema mit, das ist auch wieder ein Standpunktthema, saugeil. Richtig geil. Finde ich persönlich, muss ich jetzt mal loswerden, das finde ich gut. Die Idee finde ich richtig gut. Ein guter Tod in Saurons Namen. Ich danke dir, Waldläufer. Natürlich muss man sagen, mit dem... Wenn ich jetzt natürlich auf die generellen eingehe, auf das generelle Thema, das sollte ja, glaube ich, ich hoffe, ich tue jetzt dem Abonnenten hier keinen Abbruch. Ich hoffe es auf jeden Fall. Die Älteren, die wirken halt so ein bisschen eher wie die, also die auf jeden Fall eher wie so eine Römer, wie Römer halt, dann ist halt das stark besetzte Ägypten, ne? Und kann man natürlich auch machen. So, du wirst jetzt erstmal geschlachtet hier. Oh, scheiße. Okay, weißt du was? Ich gehe jetzt zu dem Uralten, weil der interessiert mich jetzt hier am meisten von der ganzen Truppe. Snafu der Ältere. Oh, der ist unterwegs, vergiftet worden. Schön. Scheiße, jetzt habe ich Grosch den Uralten. Die Mumie habe ich jetzt, mit der konnte ich nicht schwätzen. Also man sieht schon, halt, es ist halt schon ein bisschen was anderes. Ich würde eher sagen, es ist eher eine Standpunkt-Themenfestung als eine Pharaonenfestung. Das würde ich eher sagen, auch wenn ich tatsächlich, also ich persönlich würde nicht auf Anhieb eine Pharaonenfestung erkennen. Würde ich jetzt nicht unbedingt. Obwohl, hier die Legende, die passt dazu, auf jeden Fall. Oh, scheiße. Das wäre halt jetzt hier das, die Goldpunkt, ne? Das wäre die Goldjungen. Der Goldjungen-Standpunkt, ne? Ja. Also ich persönlich sehe hier auf jeden Fall eher die Standpunkt-Themenfestung als die Pharaonenfestung. Muss ich auf jeden Fall sagen an der Stelle. Ihr könnt es ja gerne so anders sagen, aber ich muss halt trotzdem sagen, was ist denn das überhaupt für einer? Nicht, dass der jetzt hier die Stadt... So, was sagt der? Hat er irgendwas mit Gold zu tun? Der Dieb! Die Ausrüstung. Du hast mir so viele schöne Dinge mitgebracht. Okay, alles klar. Ja gut, der Dieb, ja, der kann auch. Schwierig, ob ich den zu dem Thema Gold hinzuziehen würde. Ich muss noch so viel klauen. Aber danke für den Dialog, auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich halt so hingehen und sagen, okay, das ist eher eine Standpunkt-Themenfestung. Den Dings hätte ich nicht dazu genommen. Den Dieb. Ja. Oh. Ja, oh, ja, gut. Der hat uns nicht versucht umzubringen. Obwohl, Dieb. Ja, gut. Golddieb. Gut, es wird dann halt über ein paar Ecken sind die halt miteinander. Über den Golddieb. Der eröffnet halt die Möglichkeit, dass es dann halt zwei
Themen sind, die ein bisschen vereint sind. Da hätte ich es halt ein bisschen besser gefunden, wenn dann halt der, auch der Dieb so ein bisschen mehr Gold hätte. Ne? Damit er mehr eher in die Richtung. Aber. Zeig uns, was du kannst. Bisher bin ich nicht begeistert. Okay, alles klar. Das finde ich nicht nett und deshalb gehe ich jetzt mich schämen. Ah ja. Der hätte. Ein paar mehr von denen hätte ich hier gar nicht so schlecht gefunden. Als Idee mal so. Bei so Legend. Gucken wir mal, was es hier noch so alles so noch so Feines gibt. Das innere Tor ist ja ein bisschen geschützter, ne? Jetzt haben wir hier einmal eine Zunge. Nork, die Halbzunge haben wir dabei. Nork, die Zunge. Okay. Hier sieht man halt, das würde man halt das Thema halt sehen. Natürlich, der Zunge. Thema Zunge. Aber das finde ich persönlich passt halt nicht unbedingt zu dem Thema der Pharaonenfestung. Außerdem muss ich halt hier auch sagen, okay, Standpunktthema, da erwarte ich halt schon, dass dann halt dann schon zwei da sind. Ne? Oh geil, der hat sogar in der dunklen Sprache gesprochen, sau cool. Nicht schlecht. Ich bin nicht allein, du Idiot. Sag Hallo zu meinen Freunden. Was willst du von mir, du Ratte? Bring ihn um. Ich schlitz ihn auf. Der hat nur eine Schwäche und die müssen wir jetzt nutzen. Bring die Ratte um. So, jetzt sorgen wir nochmal für eine größere Schlacht. So, wollen die sich schon eh hier gegenseitig umbringen? Ich möchte hier erst einmal schauen. Hier haben wir Pasch Königsschlechter. Möchte mal schauen. Hier haben wir auch noch einen Königsschlechter, nice. Vielleicht ist hier sogar das Thema. Das. Okay, Borgu, der Ruhmjäger. Der passt halt nicht zu der. Zu der, also würde nicht zu dem Standpunkt halt passen, ne? Also. Das Thema finde ich persönlich ist. Ein bisschen an manchen Stellen halt ein bisschen schwieriger halt zu deuten, ne? Das ist halt, was ich halt an der Festung halt ein bisschen schwierig finde. Ich glaube, die ersten drei haben halt eher wirklich, waren eher eine Standpunkt-Themenfestung. Dann die letzten drei fand ich jetzt, habe ich schon erstmal in die Fresse geschlagen, jo. Waren eher nicht so eine. Mein Gott, hey! Waren dann nicht Standpunkte im Festung, sondern die haben eher so, sag ich jetzt mal, so ein bisschen fast von allem gehabt, fand ich. Von beidem. Außer der eine Standpunkt, den wir hier angegriffen haben. Der vorletzte. Der fand ich, der hat nicht so. Der hat, könnt ihr ja anderes schreiben, wenn ihr da anderer Meinung seid. So, jetzt töten wir erstmal Noruk. Ansonsten muss ich natürlich dazu sagen, eine Halbzunge ist eine geile Sache. Die Idee von der Mumie, ich weiß nicht, ob das wirklich die Idee war dahinter. Fände ich aber trotzdem gut. Sehr schön. Aber ich muss echt sagen, die Festung hat an sich in meinen Augen an manchen Stellen ordentliches Zeug dazu gehabt. Nicht nur hätte, sondern hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Wenn sie halt noch ein bisschen, wenn ich habe so das Gefühl gehabt, dass sowohl das eine als auch das andere sollte damit verschmelzen und das ist. Willst du mich herausfordern? Ich liebe
Herausforderungen. Okay, alles klar. Ich bin nur hier, um dich zu töten. Was ich sagen will, ist, die Spaten sind auf jeden Fall vermischt worden miteinander. Ja. Nur halt nicht vollständig. Und das dann halt mit dem Älteren, die fand ich jetzt nicht so gut gewählt da. Weil sie halt eher, finde ich persönlich, die haben mich eher an Römer erinnert. Aber das könnt ihr auch anders sehen, ne? So eine schicke Rüstung ist ja natürlich, man muss es ja natürlich sagen, das alte Ägypten ist ja eine Weltmacht gewesen. Die hatten auch ein paar schicke Rüstungen da. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Einmal eine Legende. Ja, den kann ich auf jeden Fall da sehen mit den Verzierungen. Und auch eine Legende. Ja, das sind gute Wächter für einen Pharao, finde ich. Ja, die zwei passen auf jeden Fall. Die Pharaonen sollen fallen. Und das durch unsere Klingen, Hawk. Lästiges Menschlein, beenden wir's. Ui. Hol mir deinen Kopf und stecke ihn auf einen Speer. Abschaum. Okay. Nee, danke. Das möchte ich nicht. Moment. So. So, machen wir jetzt uns hier an die Jungs und bringen jetzt hier erstmal alle um. Sehr schön. Echt sagen? Schlecht ist diese Festung absolut nicht, ja. Nur ich finde, von meiner Seite aus, man muss schon ein bisschen, die Idee muss man auf jeden Fall dahinter finden. Oh, den habe ich jetzt umgebracht, ohne seine Leibwächter umzubringen. Ist ja auch egal. ich muss sagen, in der Gesamtheit hat es eine super Festung abgegeben. Aber man hat schon gemerkt, dass da schon ein bisschen, dass da auch die Idee war, aus der eine Standpunkt-Themenfestung zu machen. Die Uruks sind auf jeden Fall da gewesen, fand ich. Vielleicht hätte es auch noch gereicht, dass da noch andere noch hinzugefügt werden könnten, ja. Oder beziehungsweise ersetzt hätten werden können. Dass dann das Gesamtthema, würde ich mal sagen, einer Ägyptenfestung noch besser und noch deutlicher, würde ich mal sagen, zum Vorschein hervorgekommen ist. Die Hexenmeister vorne. Wenn man natürlich davon auch, muss man halt immer sagen, okay, das sind dann die Priester, ja, die halt viel mit den Toten zu tun hatten. Und dann sagt man, okay, gut, passt dann in dem Moment. Die Skorpione haben absolut gepasst, finde ich, zum Thema. Da braucht man nicht zu diskutieren. Die Legenden haben super gepasst. Die Königsschlechter haben super gepasst. Der Grosch, der Uralte, der ja an sich in Uruk ist, der aus das so ein bisschen wie so eine Mumie aussieht. Und daher fand ich, hat er auch trotzdem dazu sehr gut gepasst. Dem seine älteren Kupane könnte man sagen, okay, da war schon Ägypten schon ein bisschen besetzt vom römischen Weltreich, ne? So ein bisschen hier. Der gute alte Cäsar, ne? Kann man sagen. Und dann passt dann auch der Kopfschmuck vom Oberherrn auch ganz gut. Und dass der dann auch sagt, okay, ich bin ein bisschen angehaucht vom römischen Weltreich. An sich. Dann die Zungen. Das ist so der einzige Punkt gewesen, wo ich wirklich sagen muss. Und der Dieb, der hat mir nicht gut gefallen, muss ich an der Stelle mal zugeben. Die Zungen auch nicht unbedingt, ja. Dass die in einer fremden Sprache gesprochen haben. Also, dass der eine in einer fremden Sprache gesprochen hat. Schade, dass ich den nicht umgebracht habe. Fand ich gut, ja. Auch, dass man sagt, okay, das hat etwas Fremdes. Ja, das alte Ägypten ist uns immer noch ziemlich fremd, weil man ja auch da ziemlich noch obwohl im Dunkeln, naja, gut. Es gibt noch viele Geheimnisse da zu lüften. Ansonsten hätte ich ihn nicht reingesetzt, ja. Da hätte ich eher gesagt, okay, den würde ich als Oberherrn bei einer Zungenfestung einsetzen. Die Zungen fand ich dann nicht so gut. In der Gesamtheit, der Großteil war gut. Nur es gab da so ein paar Sachen, wo man halt sagen könnte, okay, bisschen Bedarf für Diskussion. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich habe euch jetzt genug gelangweilt und euch genug zu Ohr abgekaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst Like, Bewertung, Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Macht's gut. Ciao.